Jo Leute, wisst ihr was? YouTube, diese 3 Cent pro Monat, die ballern nicht mehr so doll. Ich muss jetzt einfach mal arbeiten gehen. Ich habe gerade meinen Realabschluss hoffentlich bestanden. Zumindest die Prüfungen liefen ganz gut. Dementsprechend habe ich jetzt eine Ausbildung gefunden zum Busfahrer. Und ja, willkommen an alle, die hier so am Start sind. Yoshi Yoshi, Lukas, Toda, Hammerbo, Zelda, Nick. Ja. Andreas, hallo Zauberer, hallo, hallo Prinzi, hallo, hi, Nintendo FWH, ja, wie gesagt, ich habe jetzt wahrscheinlich alles irgendwie so überlebt, aber YouTube läuft nicht mehr so, dementsprechend habe ich mir gedacht, ich suche mir mal eine Ausbildung, ich habe hier einmal einen Testspielstand, damit ich so ein bisschen vertraut bin und ich habe meinen Controller getestet und alles mögliche. Ja, wir fangen aber natürlich mit einem neuen Unternehmen an, ist ganz klar, wundert euch nicht, hier gibt es noch keinen Ton, also keinen Sound, gleich haben wir aber ein bisschen Ingame-Sound und so. Ja, und das ist der Bus-Simulator 2018, der kommt nächsten Mittwoch raus. Nächsten Mittwoch kommt er raus und das ist hier eine Pre-Version. Heißt, hier können auch Bugs auftreten und sonst irgendwelche Sachen. Das wird zum Start noch behoben, also wundert euch nicht, wenn es hier noch irgendwelche Bugs und so gibt. Die Entwickler arbeiten noch an dem Spiel und ich habe hier heute mal so ein bisschen die Ehre mit ein paar anderen YouTubern, die das auch schon seit ein paar Wochen oder so haben, das so ein bisschen zu spielen. Danke an die Entwickler erstmal, also danke dafür. Ja, wir fangen aber erstmal an mit einer eigenen Firma. Und ich würde sagen, wir nennen unsere Firma einfach mal Toadbus. Ganz innovativ heute hier. Toadbus, ja, ne? Ich mach mal euren Chat auf, ich sehe den nur so kleinen OBS. Ich mache den erstmal fett wie nichts anderes. So, willkommen an den 45 Zuseher. Willkommen, hallo! Ja, so, da ist der schöne Chat. Du machst halt Qualitätswerbung, ja, ist einfach so. Ja, aber heute suche ich mir eine neue Ausbildung zum Busfahrer, beziehungsweise ich mache ein eigenes Unternehmen auf, die Busfirma. So, Bankrott machen wir einfach mal. Fahrtmodus, Standardkarte, ja, das ist wie gesagt noch eine Beta. Was heißt eine Beta? Eine Pre-Version. Und nächsten Mittwoch kommt es raus, kostet 30 Euro auf Steam, das ist die PC-Version. Aktuell gibt es das nur für den PC und Dom Fanart zaubert einfach gleich 2 Euro raus. Ja, läuft! Danke dafür. Das wird auch gleich eingeblendet, hoffentlich. Weil hoffentlich geht Typey heute wieder. Weil einen Tag, wo wir gestreamt haben, ging das nicht. Das ging aber bei allen YouTubern nicht. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Typey, bitte enttäusch mich nicht. Auf jeden Fall schon mal danke an deine 2 Euro. Du bist ja heute richtig krass, ich schon mal am Anfang unterwegs. Alter, ja. So, Ladebildschirm. Jetzt geht's hier ab heute, ich sag's euch. Jetzt haben wir auch ein bisschen Sound. Juhu, bin ja dabei. Hallo, hallo Marissa. Nee, Marissa, hi. So, das muss ich mit Maus, glaube ich, machen. Ja, das muss ich einfach mit Maus machen. Man kann es mit Controller spielen. Das werden wir später auch machen. Oh, was gönnen wir uns jetzt hier Schönes? Ich muss jetzt mich hier kreieren, ne? Den Pius müssen jetzt hier nachbauen. So, was mag denn der Pius? Der mag eigentlich ganz gerne blaue Sachen. Nehmen wir das mal hier. Ich denke, das wird heute ganz lustig, der Bus-Simulator. Meine Skills kennt ihr ja in anderen Spielen. Was mag denn der Pius für eine Hose? Ja, nehmen wir mal den Pius, so eine rote hier, ne? Und oben. Ich denke, das passt. So ein bisschen grau. So, jetzt kommt hier so mein Style. Das kommt nächste Woche als Merch in den Merch-Shop, Leute. Wir verkaufen demnächst Klamotten, Leute. Ohne Witz. Ich muss ja irgendwie an Geld kommen, ne? Dieser Pius sieht aber hässlich aus. Hey, lasst ihn mal. Wie sehe ich als Frau aus? Ach du Scheiße. Okay, wir bleiben bei Mann. Wie viel kostet die Fahrt, Herr Toadfahrer? 3,99. Kurzstrecke, Junge. Haarfarbe blau? Holy shit. Ne, wir sind mal ganz normal heute braun unterwegs. Ah, ich bin relativ hell, ich kenne die Außenwelt nicht. Ja, machen wir mal weiter. Tutorial spielen machen wir mal nicht. Ich kenne es nämlich schon. Ich habe nämlich schon ein bisschen geübt. Also was heißt geübt? Ich habe 2 Fahrten oder so gemacht. Um halt ein bisschen auf die Steuerung klar zu kommen. Ja, ich würde sagen, ist okay. Willkommen erstmal an alle, die jetzt am Start sind. Tutorials sind was für Noobs, ja genau. 3,99, so wenig, ja Kurzstrecke, 2 Fahrten, ne? Mit welchem Controller spielst du? Tastatur? Das mache ich hier gerade mit der Maus. Aber gleich fahren tue ich mit dem Xbox 360 Controller.
Okay, eigentlich wollte ich ja mal so ein Lenkrad kaufen, aber leider hatte Saturn keins. Oh Leute, unsere erste Fahrt. Das wird spannend. Fährst du nach Regen? Was? Nach Regeln? Fährst du nach Regeln? Ja, ich versuche schon auf meine Mitmenschen zu achten und jetzt geht's los mit meiner ersten Busfahrt. Ich bin noch ein Azubi, Leute, in meiner eigenen Firma. Okay. Gut, dann geht's jetzt los. Wenn du fährst, dann sind alle im Bus tot. Ja, bisher. Wir können uns einfach unseren Bus mal so ein bisschen angucken. Wie sieht denn der so aus? Schick, schick. Ich finde, der sieht eigentlich ganz hübsch aus. Was meint ihr? Und Glitterrock, hi. Moin. Ich hoffe, dass die Qualität passt auch und so. Weil PC-Games streamen und spielen gleichzeitig, man weiß ja nie, ob das alles so funktioniert. Schreibt mir das gerne in den Chat. Okay, jetzt geht's los. Wir fahren mal an unsere erste Bushaltestelle hier ran, ey. Gut, wir haben es geschafft. So, Türen aufmachen, hallo. Kommt alle rein. Man sieht die Leute, die sind so begeistert. Oh ja, die erste Fahrt, oh ja. Ich geh rein, Junge. Ja, moin, ja, guten Tag, ja, passt alles, okay. Wo gehst denn hin? Nach Astra, Promenade, Stocker. Platz, okay. Moin, hallo Luca, moin, wie geht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Und Red Shock ist auch an. Ah, Reddy, hi, hi. Ja, Busfahrer Pius. YouTube läuft nicht mehr, jetzt werde ich hier Busfahrer, Junge. So. Hoffentlich fühlen Sie sich alle wohl, aber nee, nee, wir müssen einmal hier Fahrkartenkontrolle machen. Na, so geht das hier nicht, ne? Hallo? Okay. Und wie geht's Ihnen so? Haben Sie auch einen schönen Tag? Hast du mich auf YouTube abonniert? Hallo? Na, ich merke schon, ey, du bist schon einen harten Tag hinter dir, ne? Ja, ich merke das schon. Hallo? Moin! Einmal die Fahrkarten, bitte! Ja, alle so ein bisschen vergesslich hier, ne? Ich stehe ja nicht hier so einen guten Eindruck. Ich muss losfahren gleich. Können die Bullen kommen, wenn du was falsch machst? Ich weiß es nicht. Guck mal. Sag mal, das ist ein Handy. Was spielst du da? Clash Royale oder was ist hier los? Ja, da. Cool. Da geh ich ran und guck so, was er spielt. Der war direkt das Handy, ey. Ich fühle mich hier beobachtet. Ich fühle mich voll gestalkt. Hallo, Luke. So, einmal die Fahrkarten, bitte. Ja. Freust du dich auf unsere Fahrt? Ja, ne? Bist begeistert, ne? Also, so will ich es bei im Real Life auch machen. Ich würde meine ersten Fahrgäste ist ja so richtig interviewen. Warum sind sie heute hier? Wo wollen sie hin? Hallo? Okay, die sind irgendwie alle nicht so gesprächig. Die stirbt gleich. Die denkt sich so, lass mich weiter Clash Royale spielen. Und die da. Ja, die hat auch einen harten Tag. Ich würde sagen. Ach, du bist auch noch da. Hallo. Der kippt auch gleich um. Gut, das sind schon mal gute Fahrgäste. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Die Türen nur auf zu. Ja, die Türen sind zu. Es darf nur eine Person mitfahren, wenn er ein Abo ist. Das ist Gesetz. Okay. Du bist der Busfahrer meines Vertrauens. Ja, danke schön, Leute. Ich tut mir leid, wenn ich heute nicht so auf den Chat eingehe, aber ich lese ihn. Ich lese noch nicht alles vor. Du bist der. Ja. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal los, ne? Blinker an. Los. Gute Fahrt, danke. Oh Gott. Das nehme ich auch durch. Danke. Gucken wir uns das von außen an. Oh, bremsen, Junge. Nicht gleich Autounfall. Oh, der gönnt sich richtig Musik, ey. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Hört da draußen, ne? Dieser Typ da, ey. Fährst du heute auch noch? Mein Gott. Immer dieser Autofahrer hier, ne? Und der rammt mir auch gleich weg, ey. So, geradeaus. Zu unserer ersten Bushaltestelle, zu der nächsten. Da wollen direkt welche aufsteigen. Denken sie so, ja, eine Station fahren, direkt wieder raus hier. Der ist mir zu unsympathisch, der Busfahrer. Bester Mann, danke, das wird lustig. Ja, ich denke auch. So, ihr denkt sich so, der eine Typ, der jetzt gedruckt hat, ja, direkt wieder raus, ne? Dieser Busfahrer, der ist so unsympathisch, direkt wieder weg hier. Ja, ich merke ich mir. Merke ich mir. Oh, da müssen wir bremsen, da müssen wir ganz leise rüberfahren über die Dinger hier. Ja. Toad, er kann es eben, er kann so gut fahren. Ja, danke schön. So, jetzt rein da.
Oh, brems! Okay. So, guten Tag. Kommen Sie rein. Der Bus ist bald gerade. Noch nicht. Guten Tag. Sagt man nicht Hallo hier in Deutschland? Mann, Mann, Mann. Alle drin? Anscheinend noch nicht. Ja, Gott, die brauchen aber ganz schön lang hier, ne? Bitte komm nicht so früh, sonst hörst du den Bus. Mir macht der Bus schon jetzt Sorgen, oha. Oh, wir müssen weiterfahren. Wir haben hier unten links eine Zeit. Wir sind schon 32 Sekunden zu spät, Leute. Das geht so nicht. So, weiterfahren. Ich denke, das wird heute super geil. Fängt schon mal gut an, das ist gut. Nordspeiche. Nicer Name. Da geht's jetzt hin. So, wo wohnt ihr denn? Soll ich euch auch mal abholen? Alle, die so im Stream sind. Bremse! Scheiße! 705 Euro, Junge. Kann ich ja gleich wieder Hartz IV annehmen gehen. Gott! Du bist doch besoffen. Nee. Gott! Der mit vollem Karamo erstmal dahin. Buh, wegballern. Was labern die da im Bus? Ich höre euch eh nicht zu. So, ran da. Oh, Rollstuhlfahrer, ey. So, das ist doch gut geparkt, würde ich sagen. Machen wir mal auf hier. Der Bus ist tot. Ja, alles ist noch gut. Seht ihr, der ist noch ganz heil. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ach, der will da auch noch rein, ne? Ja, ja. Der Rollstuhlfahrer will auch noch rein. Die Rampe wird aufgemacht. Alles toll. Sind alle drin. Ja, wenn das dein einziges Problem ist, die Blumen zu gießen, weiß ich auch nicht, was bei dir schief läuft. Obwohl ich es vielleicht auch noch machen müsste, sonst haben wir bald keinen Rasen mehr draußen, sondern Getreide, wenn es so weitergeht. Mit der Temperatur. Die armen Leute, ist doch alles gut, ist doch alles gut. Aber ich frage mich, was mit Taipi los ist. Anscheinend sind die irgendwie tot. Auf jeden Fall nochmal danke an deine 2 Euro. So, jetzt wird geil heute hier. Bisher läuft es auch. Oh, ich blink immer noch. Den Blinker müssen wir mal ausmachen. Nächste Station, Junge. Ich würde sagen, der geborene Busfahrer. Zwar nicht ganz so, aber passt schon. Warum checkst du nicht die Leute ab? Ja, kann ich nicht nach jeder Station machen. Ab und zu gibt es mal ein bisschen Fahrkartenkontrolle hier. Anscheinend haben die auch alle ihre Fahrkarten. Das reicht mir jetzt aber hier. Wir gucken nochmal durch. Hast du... Der wieder mit seinem Clash Royale. Habt ihr alle Karten hier, ey? Eure Monatskarten, Junge. Jojojo. Bleibt mal ganz entspannt. Oh, keiner Schwarzfahren hier. Aber mache ich mehr Geld mit. Fähr da mal ein bisschen schwarz, dann kriege ich 40 Euro oder 60 Euro und alles ist gut. Wie oft wollen die denn noch sehen? Bist du sicher, dass du keinen Alkohol getrunken hast? Nein, nein, alles gut. Todstraße 15, ja. Alle fahren weiß, ich merke das schon. So, weiter. Bus war tot, hat nächste Fahrt. Bisher ist doch alles schön, oder? Bisher haben wir noch keinen richtigen Unfall gebaut. Jetzt müssen wir da aber abbiegen. Oh, Junge. Abbiegen! Sind wir überhaupt richtig? Ja, unten links ist ja die Karte. Die grünen Punkte sind immer die Haltestellen und da müssen wir hin. Die armen Leute, das ist doch alles gut. Bisher leben doch alle. Siehst du, da will schon wieder jemand raus. Er will weg, flüchten. Ganz schnell. Ganz schnell da weg. Der will... Ich würde sagen, Führerschein habe ich schon mal bestanden, oder Leute? Wir sind gleich da. Haben eine Minute noch Zeit. What? Sind wir viel zu früh da, oder was? Bisher leben noch alle. Ja, man muss immer alles positiv sehen. Psycho-Busfahrer fährt. Nee. Halt, stopp. Halt, stopp. Nee. Siehste, bisher ist alles gut. Ich will auch mitfahren. Ja, dann fahr doch mit. Julia, steig doch irgendwo ein, zum Beispiel hier gleich, ne? Das Spiel hat übrigens auch einen Online-Modus, für die Leute, die es nicht wissen. Den werden wir auch noch irgendwann spielen. Und zwar, wenn der Robert sich das Spiel auch gegönnt hat.
Dann spielen wir ein bisschen online. Der ist nämlich auch großer Busfahrer. Oh Gott. Ja, da haben wir wieder irgendwas kaputt gehauen. Brems, Junge, und die Kamera wieder richtig hinmachen. Oh, Junge, fahr nicht zu weit. So, einmal wieder Türen aufmachen. Ja. Gut geparkt. Wer kennt es nicht? Ich fühle mich gemobbt. Warum denn das? Ja, will hier keiner rein? Ich dachte, ich hatte doch irgendeiner gedruckt. Zeig dich an, Junge. Ja, gut geparkt auf jeden Fall. So ein bisschen rückwärts. Jetzt blinken. Dann läuft das. Ja. Wie kann man die Türen aufmachen? Die mache ich mit Y auf. Die kannst du aber auch aufmachen, indem du. Zeige ich mal eben. Indem du. Nee, kann ich gerade irgendwie nicht. Ja, gut. Auf jeden Fall kannst du das auch aufmachen, indem du mit der Maus auf diese roten Buttons gehst. Junge, was macht der denn da, ey? Mit diesen rot, auf diese roten zwei Knöpfe gehst. Damit kannst du auch die Türen aufmachen. Aber wie gesagt, geht das auch mit Y auf dem Controller. Ja. Anzeige ist raus an der drückt. Ja, auf jeden Fall. Junge, den schmeiß ich gleich sowas von raus. Der fährt hier nicht mehr lang mit. Nächste Station. Alle aufsteigen schon. Oh, wir sind schon durch. Krass. Erste Fahrt überlebt. Siehste? Alle sind hier lebend wieder rausgekommen. Blumi HD, hallo. Siehste? Lebend sind die alle wieder raus. Obwohl der eine Typ auf der Rampe so, der denkt sich so, jo, mein Tag, das ist geil. Bester Busfahrer der Welt. Ist das ja? Ist das ja? Es läuft. Ja, ich habe die Strecke überlebt. Super geil. Schauen wir uns die Bewertung an. Immerhin Gewinn gemacht. 7.308 Euro Gewinn gemacht, Leute. Und 1.729 Euro Schäden verursacht. Ja, läuft. Ja, das läuft doch schon mal, ne? So, zurück zur Karte. Da müssen wir wieder Maus machen. Ich würde sagen, wir kreieren jetzt mal eine eigene Strecke. Hier können wir, das hier schalten wir alles später frei. Aktuell geht nur hier. Ich würde sagen, wir machen einfach mal so einen Rundkreis. So. Ja, ich denke, 8 Stationen ist eine ganz gute Sache. Und kann nicht reden. Je mehr Geld wir haben, desto mehr Busse können wir auch freischalten. Das ist ja noch so ein relativ lamer. Ich würde sagen, nach der zweiten Fahrt gönnen wir uns mal einen anderen Bus. Aber einmal fahren wir nochmal mit dem hier. Ja. Bisher läuft doch ganz gut hier alles, ne? Ich würde sagen, du bist keine Konkurrenz für die anderen Busfahrer. Ne, ist einfach so. Ich bin einfach der Beste. Einfach der Beste. Und bisher ist jeder lebend hier wieder rausgekommen. So, bitte alle einsteigen hier. Guten Tag. Ja, das kann ich bestätigen. Zu heiß ist es, da hast du recht. Louis, kannst du mitfahren? Ja, komm ran, ne? Wir kommen auf jeden Fall. So, bester Busfahrer Pius ist am Start. An alle, die einsteigen wollen, bitte nicht einsteigen, bitte. Ja, auf jeden Fall. Die finden ja richtig wieder Smalltalk, glaube ich ja nicht. Ja, Louis sollte auch Louis mit Doppel-I, Junge. Das wäre doch mal was. Oder mit Doppel-U, eins von beiden. Junge, schau dir meine Videos an und rede nicht über andere Videos. Weißt du, die machen hier sogar Eigenwerbung jetzt im Bus-Simulator. Schlimme Sachen. Oder will jemand raus? Und da hört jemand laut seinen Wap-Wap, ey. Das geht ja nicht. So. Halt, stopp. Wer hört hier laut Musik? Ja. Deine Fahrkarte bitte. Und du einmal bitte auch deine Fahrkarte hier, ne? Jo, jo, jo. Du auch? Also laut im Bus Musik hören, ne? Was sind das für Leute, ey?
Schlimm, schlimm. Die so, hier ist die Fahrkarte. Macht doch gleich ein Lied draus. Die Oma hat voll das krasse Headset. Ja, die ist hier Gaming-Headset, Junge. So, jetzt wieder raus hier. Gib Gas, Junge. Ich kann den nicht bannen. Hä? Wen willst du bannen? Die Fahrkarte. Jojo. So, oh mein Gott. Wir müssen jetzt hier rechts rum. Oh Gott. Nein. Jojo, fährst du hin? Die denkt sich gleich so gleich wieder raus hier. Der ist mir zu besoffen. Ich habe übrigens auch schon mal einen Bus-Simulator gespielt, aber schon lange her, ne? Ich glaube, das war der 2006 oder so. Irgendwie sowas. Den fand ich auf jeden Fall ganz cool. Das ist schon so lange her. So, einmal alle einsteigen hier, bitte. Komischerweise lösen die alle keine Karten. Die haben anscheinend alle irgendwie eine. Ich weiß auch nicht. Das geht natürlich auch. Kannst auch Karten kaufen. Ich glaub's nicht. Hallo? Was ist los mit dieser Person? Ich will nicht wissen, was die Leute denken. Hi, hi. Hallo? Du hast einen geilen Tag, ne? Der denkt sich auch so, jo, mein Tag ist geil. Es gibt echt Leute, denen du sagen musst, bitte geh von der Tür weg. Hast du jetzt eine Fahrkarte? Ich heb ab sofort auch meine Fahrkarte so in die Luft. Bitteschön. Hast du jetzt Spaß hier? Ja, so sieht's aus, ey. Diese Personen hier sind alle so durch. Stellt sich in die Tür und denkt so, jo, jetzt will ich Bus fahren, Leute. So, wo geht's jetzt lang? Nach links, okay. Bester bisschen ein schlechtester Mann, ja, das sehe ich auch so. Laflash, ja, der steht in der Tür und denkt sich so, jo, mein Tag ist geil. Ruf mal 110 an, ja, mach ich auch bald hier, ey. Das mach ich bald. Ich stehe auch immer in der Tür, wenn ich fahre, ja, Lui. Wer macht das nicht? Muss jetzt auch immer machen, Bus. Einfach in der Tür stehen und sich denken, jo, jetzt geht's los, gib Gas, Busfahrer. Die Kurve haben wir jetzt nicht ganz so gut mitgenommen. Shit. Schon wieder so drei Leute mit dem Auto weggerammt. Oh Mann. Oh Gott, ja. Ja, Ausbildung, Leute. Erster Tag. Läuft doch nicht so gut. Ja, tschüss. Sag mal, steigen jetzt irgendwie alle aus? Mag mir jetzt keiner mehr. Ach, du bist doch da. Hast du heute Abend schon noch was vor oder so? Hast du Zeit? Ich glaube, die ist nicht so aus auf ein Date, ne? Trauriges Leben hat die, glaube ich. Fahren wir weiter mit einer Person im Bus. Business läuft. Ich stehe außerhalb der Tür, wenn ich mit dem Bus fahre, ja. Machen wir auch mal so, ne? Flirten kann er, ja. Oh, Junge! Da kommt ein LKW. Was geht denn bei denen ab, ey? Und diese Person redet gerade mit sich selber? Okay. Oder hast du doch noch Lust auf ein Date? Hä? Halt, stopp. Du hast ja gerade geredet. Hast du jetzt doch noch Lust auf ein Date? Ja? Hast du Interesse? Da guckt dir auf die Uhr, ey. Sag mal, willst du vom Thema ablenken hier, oder was? Ich glaube, die mag mich nicht. Ich habe irgendwelche Probleme mit mir. Fahren wir halt weiter. Fahren wir direkt nach Hause. Ist ja eh so eine Einzelfahrt. Dein Bus und Sachschaden, oder hast du einen Dachschaden? Nee. Did not net.
Oh, fahren wir einfach rüber hier, ey. So. Oh boy, ja. Einzelfahrt nach Hause, habe ich gehört. Wir fahren jetzt direkt zu mir nach Hause. Die anderen Fahrgäste, die nehmen einfach den Bus in 10 Minuten. Ist doch gar kein Problem. Passt schon. Der Ingame-Ton ist viel zu leise. Das können wir natürlich beheben. Das ist ja gar kein Stress für mich. So. Ich hoffe, der gefällt euch jetzt besser. Mal weiter hier. Oh! Ey, alles wegen dem Ingame-Sound. Nein! Jo. Ja, puh, zum Glück hast du diesen Bus noch erwischt, ja, das sehe ich genauso. Was hättest du nur ohne mich gemacht? Was hättest du nur ohne mich gemacht? 1-1-0 schnell, nee, alles gut. Oh Gott. Ich glaube, ich werde krank, ja, ich glaube auch. Diese Gespräche sind so geil. Endlich mal wieder mehr als eine Person im Bus, ist schon mal ganz geil. Du fährst mit 3,0 Promille. Stopp. Na, das ist alles gut. Alles läuft hier im Business. Zum Glück fahre ich nicht mit. Ey. Oh, jetzt müssen wir da rüberkommen, ne? Halt, stopp. So, lasst mich alle durch. Ich mach das zu gut, ne, Leute? Also um die Kurve sind wir jetzt gerade richtig geil rumgekommen. Ich gehe nie mehr zu Fuß, siehst du? Die Fahrgäste sind richtig begeistert von meinen Fahrskills. Das ist unglaublich. So, einmal bitte nach links. Ich feier dich, danke. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Bei dieser Fahrt kannst du einschlafen, okay? Aber denn ohne mich bist du eingeschlafen. Ja, das merke ich mir. Wer von diesem Stream hier ein Best of macht, das ist auch ein geiler Typ. Gönnt euch. Hashtag ein. Ey! Hallo! Bleibt mal stehen! Habt ihr gesehen, die Frau, die aus dem Bus gerade rausgegangen ist? Die wollte ich doch gerade daten. Hallo? Wo sind die hin? Wo wohnten die? Wo ist sie überhaupt? Die ist da hinten. An der Bushaltestelle. An dem Pfahl steht die jetzt. Ey, hast du bis meine Nummer aufgeschrieben? Anscheinend nicht. Wir fahren mal weiter, ne? Joa. Fahren mal weiter hier. Discord-Server ist sehr cool, ja. Gönnt euch den Discord-Server. Discord, Instagram, Twitter, alles in der Beschreibung verlinkt. Folgt mir und tritt Discord bei und seid einfach geil. Ja. Hier muss ich kurz zum Unfälle zu bauen. Ja, ist einfach so. Oh, langsam hier rüber. Als ob ich immer noch zu schnell war. Guten Abend, ihr schönen Busfahrthaus. Ja, hi. Guckst du einmal in den Chat rein? Geht's erstmal richtig ab hier. Da will jemand wieder raus, ey. Alle verlassen mich dauernd, ey. Das ist schlimm. Ich würde sagen, nach dieser Fahrt hier gönnen wir uns einen neuen Bus. Mal so einen richtig schicken. Einmal bitte einsteigen hier. Guten Tag. Der bewegt einfach seine Hand so ein bisschen. Moin. Oh, bist doch wieder da. Vielleicht so. Ja, ich will da noch weiter fahren. Lass mal die Gäste fahren. Die sind nicht umsonst gefeuert. Achso, gekommen. Jetzt habe ich... Oh, ich habe gerade zwei Nachrichten vermischt. So, nach der nächsten Haltestelle machen wir einfach mal Fahrkartenkontrolle hier wieder. Bitte mach jemanden Best of. Ihr seid noch kein Tod, dann abonniert ihr. Oh ja. Gas geben. Ja. Jetzt müssen wir abbiegen gleich. Das Wochenende kaum erwarten. Ich auch nicht. Du weißt, wie man fährt. Ja, ist einfach so. Erstmal direkt ein D-Abo, danke dafür. So, nach links. Abbiegen bitte. Beinahe hätte es hier Unfall gegeben, ne Junge? Dein Kennzeichen schreibe ich mir aber sowas von auf, Junge.
Bremst halt alle 3 Sekunden, ist okay. Es geht da wieder ab, ey. Richtiger Stau. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Timo, cool, hi. Aber der wäre fast einer reingefahren, ey. Anzeige an den Typen vor dir, ja, auf jeden Fall, ey. Richtiger Oberzicke, richtiger Obersatzzicke. Ramin einfach, nee, da muss ich wieder Strafe zahlen, will ich nicht. Gar kein Interesse dran. So, wir müssen geradeaus weiter, okay. Warum blinke ich immer noch? Hör auf. Wie lange riecht man es eigentlich, wenn jemand im Bus gepupst hat? Boah, das will ich gar nicht wissen. Das glaubst du mir gar nicht. Stopp! Gott! Wir sind zurück. So, so passt. Türen auf. Sag mal, warum spoilerst du mich da jetzt? Tschüss. Der hat mich gerade über meine Lieblingsfilm, über meine Lieblingsserie gespoilert, ne? Schäm dich. Auch noch Müll im Bus. Ich raste aus. Wo liegt hier Müll? Okay. Ist das Endstation oder geht's mal weiter? Ah, Fahrt beendet, okay. Einmal bitte F5. Dankeschön. YouTube fällt an. Danke dafür, Pius. Ja, bitteschön. Sind im Bus einfach keine Klimaanlagen? Anscheinend nicht. Oh, wir haben einen neuen Bus, den wir uns jetzt kaufen können. Das machen wir auch. Nice. Business läuft, Leute. Dies läuft. Bowser aufs High. Was macht ein Mensch im Wald? Hacken. Oh, Mann. Hacken. Ja, hacken, hacken. Ja, ich merke das schon. Ja, ja. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal einen schönen Bus, Leute. Shop. Was haben wir denn hier? Der hier ist ziemlich geil von drin, den gönnen wir uns. Aber deswegen müssen wir den erstmal verkaufen. 108.000 kriegen wir. Ne, 108.000, mein Gott. Und wie viel kostet der? Das können wir uns, glaube ich, leisten. Ja. Obwohl. Ich glaube, eine Fahrt müssen wir noch machen vorher. Dann können wir uns den leisten, ja. Was gibt es hier noch so Angestellten? Lest uns mal die Bewerbung durch. Von der guten Barbara. Glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja. Direkt entlassen. Also direkt abschieben. Also direkt abschieben. Hält den Rekord im Haferflockenessen. Okay. Besitzt ein Hamster namens Fridolin. Er freut sich an Werbepost. An Werbepost. Tanja, was ist los bei dir? Kein Kommentar. Das ist der Multiplayer. Den gibt es auch noch. Und wir gucken mal hier rein. Unser Businessplan, Leute. Einstellen. Ja, komm, einstellen. Bitteschön. Moin. Erfahrung 0. Erde ist eine Scheibe. Die Kirche würde zustimmen. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Werbung 0. Oh. Ja. Nächste Busfahrt, Leute. Und nach der nächsten Busfahrt gönnen wir uns. Nehmen wir mal die Fahrt hier. Nach der nächsten Busfahrt gönnen wir uns denn einen neuen Bus. Hoffentlich. Mein Handy hat gerade 69% Akku. Oh, Leute. Wo kann man Tickets kaufen? Die kannst du kaufen da. Oder halt irgendwo an den Haltestellen kann man das, glaube ich, auch kaufen. Komischerweise haben die alle Tickets. In meiner Testfahrt auf einem anderen Spielstand haben die auch Tickets bei mir gekauft. Irgendwie haben jetzt alle keinen Bock mehr auf Tickets kaufen. Die denken sich so, die Tickets, die kaufe ich online. Ja, guten Tag. Habt ihr alle eure Tickets immer online? Ich glaube, ich werde nicht mehr.
Jitek oder T, keine Ahnung. Danke fürs Abonnieren und hallo, wir kennen uns doch. Da muss man alles Tickets kaufen, war noch nie die Tickets, was? Waren nur die Tickets vom letzten Mal einstecken lassen. Ja, einfach Tickets, ja, ja. Ich glaube, es hackt. Die alte vom letzten Mal steht einfach in der Tür. Die wird einen harten Tag, glaube ich, ne? Richtig harten Tag. Die Frau will auch ein Date, ich glaube auch, ey. Die ist richtig geil auf mich. Kann aber nicht wahr sein, ey. Hat einen schlechten Tag wieder heute. Also arbeitet Nintendo mit Pios Firma zusammen? Ja, sicher. Was denkst du denn? Was denkst du denn? Aber die Frau, die will echt ein Date von mir. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Was ist los bei der? Falls du noch nicht weißt, ich bin namenlos. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Das wusste ich nicht. Oh! Scheiße! Bodenwelle. Schwelle, okay. Stopp! Hallo Pius, der Busfahrer, ja moin. So. Raus mit dir, Junge! Der Wind hat meinen Hut weggeblasen. Der Wind hat meinen Hut weggeblasen, ich glaube auch, ey. Ja moin. Komm, es ist so heiß hier, Leute. Wir machen mal das Fenster auf. Wie mache ich hier das Fenster auf? Ah! Gönnung! Kann Albert auch mal ans Steuer? Nee, der ist noch zu jung dafür. Der kann noch nicht fahren. Das kann nur ich, Leute. Führerschein ist schon in der Tasche, ne? Ganz klar. Ganz klar. Ich bin gekommen, um einen Bus-Simulator zu sehen und gehe wieder als Sex-Experte. Prinzi. Ja, wieder was gelernt, ne? Gut, Fenster offen, direkt draufspringen. Ja, nur ich habe das Fenster offen, nicht für meine Fahrgäste. Nur ich. Die da hinten, die können da ruhig ersticken, ist ja nicht mein Problem. Oh. So, einmal rein. Hat jemand Lust, eine Karte zu kaufen? Tschüss. Tschüss, ja, tschüss. Du willst in meinem Bus schlafen? Ich glaube, es hackt. Pius, kann dein Bruder mal fahren? Welcher Bruder? Achso, ne, hör auf. Hör auf. So, gleich haben wir unsere dritte Fahrt auch überlebt. Und dann gönnen wir uns einen neuen Bus. Bist ja doch klüger, als ich dachte. Dankeschön. So was höre ich immer gerne. Seht ihr, Leute? Mit 16 Jahren, ich bin hier der geborene Busfahrer, oder? Lol, sehe ich auch so. Ich bin der geborene Busfahrer. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen zu weit gefahren. Pius 3 fällt erst jetzt auf, dass der Bus, das Busfahren anders ist als Dreiradfahren. Ey, Britti! Sowas sagt man nicht. Ich bin doch skillig unterwegs hier. Ich kann sogar blinken, Leute. Seid ihr stolz auf mich? Das läuft doch. Endstation, das soll ich mal gerne. Mach mal Fahrkontrolle. Mache ich gleich wieder. In der nächsten Fahrt. Habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal oder so. Insgesamt. Ja. Hier ist jetzt die Endstation. Stüpp. Ich fahre immer zu weit, ne? Ja, ich muss ein bisschen früher bremsen, sehe ich so. Gott, was war das für eine Stimme, Junge? Tschüss, Tina. Stirbt gleich weg. So, fertig. Fahrt überlebt. Pius, am Ende hast du mehr Anzeigen wegen Körperverletzung
als YouTube-Abonnenten. Glaube ich auch. Was? Bitte was? Du hast einen Fußgänger angefahren, während du durch die Stadt gefahren bist? Wo habe ich deinen Fußgänger angefahren? Stimmt das, Leute? Pius 5 schreit in seinem Bus rum. Ja, ja. Oh, ich bin im Bus angefahren. Gott. Ein Fußgänger angefahren. Scheiße. Ist er gestorben? Ich hoffe nicht. Ja. Doof gelaufen. Alkohol vom Steuer. Ja, ja, ja. So, egal. Wir kaufen uns jetzt den Bus. Wir können auch ein bisschen Minus machen. Ist egal. Das holen wir wieder rein. Verkaufen mit den Typen hier. Und dann gönnen wir uns diesen schönen Bus hier. Ja, die 15.000, die holen wir wieder rein. Gar kein Problem. Die Alte hier macht gar nichts, ne? Ach komm, die Alte entlassen wir wieder. Die macht ja eh nichts. Wir haben jetzt einen neuen Bus. Und alle sind für uns sind geil. Bus lackieren, neue Strecke erstellen. Bestehende Strecke erweitern, dann machen wir das mal. Strecke anpassen. Nice. Ja, ich habe ein bisschen Minus. Ich habe mir einen neuen Bus gegönnt, Leute. Das ist nochmal mein neuer Baba-Wagen. So, einfach was trinken hier. Ach du Scheiße. Nationaler Feiertag. Heute ist Cash-Regen angesagt. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, bei einem nationalen Feiertag einen neuen Bus zu kaufen. Der wird da instant kaputt gemacht von so Leuten wie diese hier, wie dieser Frau hier, ey. Aber ich finde, der Bus ist richtig geil, oder Leute? Pius fährt Baba-Bus, das glaube ich auch. Guck mal, ist das nicht ein schicker Bus? Ich finde, der ist richtig geil. Aber erstmal Fahrkartenkontrolle. Was? Vor allem die eine, ne? Das war so klar. Wir haben jetzt richtig Geld. Tja, hättest du ein Date mit mir gemacht, ne? Dann hätten wir jetzt darüber mal abgesehen von deiner Fahrkarte, die du nicht hast. Und hätte ich den Augen zugedrückt, ne? Aber so nicht, ne? What the fuck? So natürlich nicht, ne? Erstmal jemand schwarz gefahren, hier ist immer geil. 120 Euro kostet das in diesem Spiel. Das ist ja richtig Money Rain hier. So, hat noch jemand? Gut. Aber vor allem die Frau, das war irgendwie so klar, ne? Das war so safe. Dein Date wollte schwarz waren, ja, die. Die wollte mich richtig ausnutzen. Jetzt schon. So früh in unserer Beziehung. Geht ja gar nicht. So, raus hier. Müssen losfahren. Und was macht man gegen welche ohne Karte? Ja, die bezahlen 120 Euro Strafe, hast du ja eben gesehen. Und dann läuft das. Ey, Junge, ich hab geblitzt. Geblinkt. Oder? Jetzt aber. Lass mich durch, Junge. Ey! Was bist du denn für einer? Ich hab bei dem Hack zum Leben. Hallo, ich bin zurück. Hallo Leon. Willkommen zurück. Guten Tag. Ich hab bei diesem Autofahrer vorne, bei dem hackt sehr redig heute. Was los bei dem? Bist ein Mörder mit dem Bus. Oh ja. Warum blinkt der mal noch auf? Pius 5 verwechselt Blinken mit Blitzen. Ne, andersrum. Blitzen mit Blinken. Ja. Lass mich, Luca. Lass mich in Ruhe. Oh, hier müssen wir ganz langsam rüberfahren. Ich finde den Bus, der ist schon geil. Der ist schon richtig krass hier, der Bus. Später gibt es auch noch Gelenkbusse im Spiel und sowas. Alles mögliche. So, nationaler Feiertag, ist immer geil. Ach, da steigst du direkt wieder aus. Das war ja eine teure Busfahrt, ne? Als ob die für eine Station schwarz fährt und dann 120 Euro bezahlen muss. Ich wäre lieber zu Fuß gegangen an deiner Stelle, ne? Dann halt nicht.
So, alle einsteigen hier. Oh, wow, das ist ein neuer Bus. Ja, das ist ein richtig krasser neuer Bus. Ich finde, der ist geil, oder? Wie findet ihr den Bus von innen? Ich finde, der ist hübsch. Sein Führerschein weint, oha. Ja, fahren wir mal weiter, ne? Weiterfahren! Der Führerschein ist 100% bei Pius in sicheren Händen. Ja? Leute, ich glaube in 2 Jahren, ne, werde ich die Straßen neu für mich erobern, Leute. 2 Jahre! Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Schon wieder krank, das kenne ich. Das sind immer Freudestränen, ja, ich glaube auch. Freudentränen sind immer gut. Der Bus hat auch einen netten Sound, finde ich. So ein ganz angenehm. Oh, Baustelle. Das ist aber kein, fahren wir drum rum. Mein Akku ist schon wieder leer. Tja, hast du ein Samsung-Handy, ne? Samsung-Handys halt in 3 Minuten. So, guten Tag. Der will schon durch die Tür durch, Junge, bevor die Tür überhaupt auf ist, ey. Ja, tschüss. Haut alle ab, ist okay. Ich weiß, ein Fail-Counter, oha. Mach das. Warum will hier keiner mehr Karten kaufen? Ich versteh's nicht. Alle Online-Banking oder was? So, alle drin? Ja, passt. Bist. Oh, sieh dir das an. Beleidige nicht mein Handy. Oh, es tut mir leid. Mach ich nie wieder. Naja, mal gucken. Aber Samsung-Handys haben eh einen schlechten Akku. Also, die halten nicht so lang. Weiß ich nicht. Was gegen Android? Nix gegen Android, gegen Samsung, Junge. Da kommt natürlich direkt der Handy-Gamer, ist ganz klar. Guten Tag, hi. Nee, also Android nutze ich ja selber. Aber es gibt ja noch mehr als nur Samsung im Android-Bereich, ne? Hoffentlich weißt du das. Oh, Junge. Geradeaus weiterfahren. Warum, Junge? Ja, dicht dran. Mein Tablet ist nicht von Samsung, hält auch nur 3 Minuten. Ja gut, läuft bei dir. Ich hatte mal ein Samsung-Tablet. Jetzt ist es kaputt, seit ein paar Jahren schon. War belastend. Ey, was macht denn der Typ da? Ich glaube, es hackt bei dem. Und noch Wap-Wap anmachen, ne? Ja, ja, so läuft das bei dem. Ich hab ein Samsung-Handy und der Akku hält sehr lang. Oha, Leon. Ja, tschüss. Tschüss. Jo, geht alle weg. Ja, tschüss, tschüss. Jo, bye. Guten Tag. Ich liebe diesen neuen Bus, das freut mich. Coole Karre, Dankeschön, das ist mein Babawagen. Ja, richtig geiler Bus, ne? Guten Tag. Moin. Sind alle drin? Ne, noch nicht. Hübscher Bus, ja. Richtig geiler Bus. Solche Leute gibt's oft. Oh ja, kenne ich. Kenne ich sehr gut. Feiner Litten drauf. Nee, da muss ich wieder Strafe zahlen. Will ich nicht. Und nach dem Stream singt Pius Money, Money, Money. Oh ja, auf jeden Fall. Hier ist ganz schön Verkehr heute, ne? Und Junge, gib Gas. Ey, diese alte Oma hat auch ein Problem, ne? Hast du ein Problem da hinten? Wer kennt's nicht? Erstmal nach hinten gucken, wenn man Bus fährt, ne? Einfach nach hinten gucken, passt schon. Vorne wird schon nicht viel passieren. Kannst du nicht mal wen anfahren oder so? Na, hab ich doch in der letzten Runde erst. Das hat 20.000 oder so gekostet. Das kann man sich nicht so oft erlauben, Leute. Bin ich ja arm. Moment. Wo ist mein Hut hin? Ja, sieht er nicht. Das ist eine andere Route, ne? Diese Kulisse sagt mir gerade noch gar nichts hier. Ja. P
Plus 4, mehr als Anzeigen als Milchzähne. Britzi, das war eine Ansage, da gebe ich dir recht. Ja, Anzeigen gehören halt dazu, ne? Stopp! Ja, parken müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Ich fahre immer zu weit nach vorne. Aber heute ist echt viel los hier. Und keiner davon will eine Fahrkarte und will endlich mal jemand eine kaufen. Nö. Aber ich denke, das riecht mal wieder nach einer Fahrkartenkontrolle. Guten Tag. Einmal die Fahrkarten, bitte. Guten Tag. Clash Royale kann gleich... Oh! Hoho! Money, money, money! So, Clash Royale ist gleich wieder drin. Einmal bitte die Fahrkarten hier. Aber ich habe einfach diese Fahrt schon richtig viel Money gemacht durch Schwarzfahrer. Läuft ja richtig. Gut. Immer die Frauen. Ja, die Frauen. Immer diese Schwarzfahrer hier, ne? Schämt euch. Schlimm, schlimm. So, weiter. Aber Money, ey. Schwarzfahrer bringen einfach so viel Geld. Fahrt doch mal wegen alle Schwarzen, denn... kontrolliere ich euch und dann passt das. Aber immer die Frauen, ne? Ist immer dasselbe hier, ey. Wir sollten nicht mehr arbeiten. So wie du klingst, würde ich an deiner Stelle auch nicht mehr arbeiten gehen. Ich glaube am besten ich auch nicht. Oh, wir sind sogar rumgekommen. Ich bin stolz auf mich. Die machen wir richtig gut. Ja, schlimm, ne, diese Frauen mit Geld geben. Frauen haben einfach kein Money. Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Geschafft. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Das glaube ich auch. Was war ich los mit den Frauen hier im Spiel? Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Junge, was los? Ja, einmal aufsteigen bitte, aber ein bisschen nochmal. Fahren noch ein bisschen nach hinten. Sehr hübsch aussehen, ne? Wunderbar. So, einmal raus hier alle. Tschüss. Ja, bye. Tschüss. Jo. Wiedersehen. Meine Meinung, ja. 7 von 10. Nice. Jemand hat Müll. Wer lässt hier meinem neuen Baba-Bus Müll hinten? Okay. Dieser Müll ist noch nicht ganz richtig. Wie gesagt, das ist noch keine fertige Version. Bis zum Release am nächsten Mittwoch will der Entwickler noch ein paar Updates raushauen. An dem Müll könnten die anscheinend noch ein bisschen arbeiten, wie man sieht. Ja. Werden wir die Fahrt? Pius, das sind die Frauen. Oh ja. Oha, schwarz, nice. 15.000 haben wir eingenommen. Ja, bis es läuft. Fahre die bestehende Strecke bei Nacht. Machen wir das mal. Wie mache ich das? Strecke anpassen. Wo fahre ich sie bei Nacht? Wir müssen gucken. Wie fahren wir die Strecke bei Nacht? Aha, hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie sieht die ganze Stadt bei Nacht aus? Bleiben Sie dran! Und haben Sie schon ein Like da gelassen? Ich hoffe es doch. Der Aufschrift I love you, Pius. Oha. Ich stelle mir so vor, dass da so ein Fahrgast war, der den Becher zerschnitten hat und dann dort aufgeklebt hat. Das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. So, nächste Fahrt bei Nacht. Sieht nett aus, ne? Ich hoffe, ich erwische die Frau wieder. Ich hoffe, sie fährt wieder mit mir in der Nacht. Die Nacht sieht besser aus. Boah. Sieht schon ganz nett aus. Sind alle drin? Passt. Moment. Wo ist meine Tasche? Weiß ich ja nicht. Ich hab sie nicht. Noch nicht. Bitte mach es nicht auf nach. Was? Auf nach? Dann wirst du noch nur mehr Unfälle bauen. Bitte aufpassen. Ah, ich vermisse, weil ich in den Chat guck. Bitte ihr deinen Platz an. Okay, überlebt. Die letzte Folge von Winter der passt. Ja, meinen Platz biete ich ihr natürlich an. Da ist sie die Busfahrerin. Ah, noch ist sie noch nicht eingestiegen. Hi, guten Tag. Noch ist sie nicht eingestiegen. Das geht ja gar nicht. Darf ich einsteigen? Ja, komm ran, Junge. Komm ran. Jetzt müssen wir rechts abbiegen. Als ob ich immer noch zu schnell darüber gefahren bin. Was? So, einmal darüber. Ich bin einfach zu gut für die Kurven, Leute. Ich bin einfach zu gut. Merkt ihr das? Will hier jemand raus? Genau pünktlich, ja. Wie bei der Deutschen Bahn, Junge. Genau wieder bei der Deutschen Bahn, Junge. Bitte töte mich nicht. Nein. Du wirst alles überleben. Glaube mir, du wirst die Fahrt überleben, mein Lieber. Ich würde nur in einen Bus mitfahren, wenn ich das als Ausrede für einen Unfall hernehmen kann. Okay. Kann man auch machen. Ich fahr wieder am Rand, ey. Geht gar nicht. Als ob ich immer noch blinke. Oh, hoff! Gott! Ja, das ist eine gute Frage, alte Oma. Das weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen rüberfahren hier, ey. Ja, die 3,0 Promille sind halt wieder drin, ne? Ja. Ab und zu muss man einfach mal ein bisschen was trinken, wenn man fährt. Ne, sonst läuft das nicht. Sonst läuft das nicht. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Wie fällt es sich? Fährt sich eigentlich ganz gut. Nur, ich gucke immer in den Chat und dann fahre ich erstmal nach sonst wohin. Das glaubst du gar nicht. Ja. Ihr lenkt mich ab. Ihr lenkt mich ab. Ihr seid blöd. So weiterfahren. Aber wir sind in der Zeit, Leute. Wir sind in der Zeit. Seid ihr stolz auf mich? Pünktlich wie die Deutsche Bahn. Würden Sie nochmal die Tür öffnen? Och Gott, ey. Als du sagst, du bist pünktlich, und dann kommst du ein Typ und denkst dir so, ich will nochmal aufsteigen. Mein Gott. Denk halt früher dran, Junge. Kein Bier, nein. Aber ich bin so pünktlich wie die Deutsche Bahn immer, Leute. Man muss sich einfach mal merken. Das läuft hier. Nehmt bitte kein Alkohol. Guck bitte öfter in den Chat und bau Unfälle. Nein, das ist nicht gut. Ich muss raus. Wohin, Julia? Wohin? Als ob ich mal noch zu schnell gefahren bin. Das glaube ich ja langsam nicht mehr. Das ist ja nicht mehr schön. Guten Abend, ich will bitte nach Toadtown. Danke. Hi, erstmal an dich, Jona. Jona. Guten Tag. Moin. Unfälle. Ja, Luca, dass du Unfälle willst, ist mir klar, ey. Das merke ich mir. Was erzählt der da? Scheiße. Bisschen rückwärts. Genau pünktlich. Genau pünktlich, ja.
Immer. Immer. Alle wieder einsteigen hier. So, einmal bitte Fahrkartenkontrolle machen wir jetzt einmal hier wieder. Fahrkartenkontrolle. Hallo? Hallo? Hä? Ah, jetzt geht's. Gerade ging es irgendwie nicht. Ich mache hier richtig Cash. Und wo bist du hier? Du redest im Dunkeln, ey. Der ist richtig im Dunkeln, obwohl hier eine Lampe ist. Okay. Sind wir alle durch? Fünfmal, Mädel. Hab keine Karte, muss leihen. Ich glaube auch. Das glaube ich auch. Sag ich auch mal als Ausrede. Ich habe sie gerade verloren. Im Klo runtergespielt, tut mir leid. So, jetzt da rüber. Ziehen Sie auf die Straße. Hab ich doch. Schon wieder jemand weggerammt. Ich fahre ihn gleich. Ist der jetzt da? Junge! Junge! Montag ist E3. Ja, eigentlich schon Sonntag. Sonntag geht's los mit Microsoft. Ja, ich will da rüber, ne? Ich fahr nochmal rückwärts. Einmal bitte rückwärts. So, jetzt da durch. So, komm. Wunderbar. Wunderbar. Das ist einfach Skill im Jahre 2018, Leute. Moment, wo ist mein Hut hin? Warum verlieren die Leute immer ihren Hut und sowas und ihre Tasche? Was ist los bei denen? Wann geht's weiter? Was meinst du, Jona? Was meinst du? Solche Busfahrer brauchen wir. Oh ja. Aber sowas von. Aber sowas von. Nicht. Oh. Aber ich finde eigentlich ganz gut. Ich denke, man kann mich so auf die freie Straße lassen mit meinem Skill. Oder nicht? Ich finde schon. Ja, jetzt war ich langsam genug. Halten Sie jetzt in Toad Town, natürlich. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Napius, hallo, Lord Darkflow, moin. Kann es irgendwie sein, dass YouTube gerade irgendwelche Abos gelöscht hat? Wir hatten doch eben noch 10 mehr. Naja, ist mir egal. Passt schon. Aber ab und zu hat YouTube immer so seine Löschung. Das merke ich so. Irgendwie so in einer Sekunde so minus 10 Abos oder so, das kenne ich. Immer diese YouTube und ihre Löschung. Immer YouTube und ihre Löschung, ganz schlimm. So, guten Tag. Fertig? Ja, passt. Lol, ja. Okay. Die Abos sind toll. Guten Tag. Guten Tag. Denken sich so diese Abos gerade so. Hey! Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Was ist jetzt los? Gott. Autounfall. Scheiße. Boah. Guten Tag. Abozähler hat auch was getrunken, ja, der Abozähler hat auch was getrunken, ja, Oh, Junge! Das war aber auch so ein blöder Typ. Ich will da abbiegen und der Typ denkt sich so, ich fahre auch durch. So, hau mal ab jetzt hier, der LKW-Fahrer. Ich will da rüber! Schieb ihn weg! Gut, haben wir auch überlebt. Oh Mann. Ich wäre auch in deinem Bus. Ja, das ist ja immer unterhaltsam. Ich wäre, glaube ich, ein sehr unterhaltsamer Busfahrer, oder Leute? Ein Autounfall gehört immer mal zu. So, einmal aufsteigen bitte alle hier. Tschüss. Wiedersehen. Ja, bye.
Jo. Tschüss. Tschüss. Da ist schon wieder Müll. Wer hat hier wieder seine Scheiße liegen gelassen? Und schon wieder in den Sitz geklebt. Warum klebt ihr eure Becher immer in die Sitze? Was ist los bei euch? Sind doch alle krank hier, ey. So, Fahrt beenden. Pius 55 ist ihr doch gar nicht über den Fuß gefahren. Ah, was? Immer diese Frauen, ja, schlimm. Wir alle direkt aufsteigen, ja, die wollen alle schnell raus, Junge. So, wir haben Gewinn gemacht von 14.000. Geil. Ich würde sagen, Business läuft, oder? Fachereinkommen. Okay. So, haben wir jetzt alles abgehakt? Hier war noch irgendwie so eine Missionsliste. Haben wir doch fertig. Meinen jetzt beide, oder was? Welche sind wir eben gefahren? Die hier, ne? Fahren wir die auch noch bei Nacht, meinetwegen? Oder meine die? Welche sind wir eben gefahren? Wisst ihr das? Hab's vergessen. Sind wir die hier eben gefahren oder die? Sagt es mir im Chat, bitte. Weiß das jemand von euch? Hallo, Tom. Weiß das jemand? Sind wir eben die gefahren oder die? Kann ich das irgendwo sehen? Kann ich das irgendwo sehen? Gefahrene Strecke. Zellermann, okay. Jetzt sind wir die gefahren. Fahren wir die auch noch hier? So. Nacht. Die untere sind wir eben gefahren, okay. So, dann fahren wir jetzt die obere, damit wir alle Ziele erstmal abgeschlossen haben. Dann läuft das. Wird Zeit, was zu spenden. Ach du Scheiße. Willst du jetzt wieder dein Geld raushauen, Junge? Bin ja mal gespannt. Da will er wieder sich gönnen. So, einmal einsteigen. Alle drin. Seitdem diese eine Frau schwarz gefahren ist, hat sie sich bei mir nicht mehr blicken lassen. Was ist denn jetzt los? Steht da wieder jemand Ochs in der Tür? Das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Hast du ein Problem? Nee, die obere eben nicht. Ich habe geguckt bei dieser Statistik. Da, bei dieser Auflistung, da stand, ich bin die untere gefahren. So, können wir jetzt zumachen hier? Vielleicht wird diese Frau doch kein Date, ja, ich glaube auch, ey. Schade, ne? Muss oft Französisch lernen. Ja, viel Spaß dabei. Ich denke, das macht immer Spaß, oder? Ist doch eine spaßige Sache. Tschüss. Wir haben jetzt auch noch Spaß hier mit dem Busfahren heute. Wie findet ihr so meinen Skill? Habt ihr ihn schlimmer eingeschätzt oder besser? Schreibt es gerne mal. Hallo zusammen, hallo Dominik. Moin. Also eigentlich läuft es ja ganz okay. Oder? Schlimmer. Ja, immerhin. Immerhin. So. Wie geht's dir so? Mir geht's ganz gut und dir? Auch willkommen an dich. Hi. Ich erwarte mehr Unfälle, ich auch. Ja, so viele fahren hier gar nicht, also muss schon der richtige sein. Hier muss ich raus. Nur ist Skill voran. Hä? Hier muss ich raus? Dann steig doch aus, Mädel. Hä? Okay. Ich hab die Welt mich pranken, ne? Machst du jetzt ein Prank-Video für YouTube? Immer diese Fahrgäste schlimm. Dieser Witz war so schlecht. Lord Darkflow. 5 Euro. Jo, zum Vorbereitenden. 5. Dankeschön. Zum Vorbereiten? Was kommt denn danach? Aber das regt mich jetzt auf, Leute. Dies regt mich jetzt auf.
nicht deine Spende, sondern dass die immer nicht angezeigt wird. Ich gehe jetzt einmal wie heißt das hier, Typee. Warum zeigt Typee das nicht mehr an? Ich verstehe es nicht. Typee, was ist los mit dir? Wir haben noch so gut zusammengearbeitet. Warum arbeitest du nicht mit mir zusammen jetzt hier? Was ist los? Auf jeden Fall danke für deine 5 Euro. Als Beginn. Ach du Scheiße, ey. Das kann das werden, ey. Das kann ja was werden, aber ich gehe jetzt eben zu Typee rein und guck, was das Problem ist. Das geht ja so nicht. Das finde ich nicht okay. So. Was ist da los? Auf jeden Fall danke an dich schon mal. Du richtig krasser Toadie. So, erstmal kurz anmelden bei Typee. Das ist nämlich diese Seite, worüber die Spenden und Abos immer angezeigt werden. Und aus irgendeinem Grund funktionieren die Spenden nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Guck mir eben nach. Das finde ich nämlich nicht okay. So. Wir machen mal eben einen Test von 1 Euro. Der funktioniert. Warum werden die realen Spenden nicht mehr angezeigt? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also der Fehler liegt nicht an mir. Das ist blöd. Aber ja. Machen wir weiter. Nerdy hatte letztens auch Probleme mit Typee. Ich verstehe es auch nicht. Ich hätte gern wieder Sound. Dankeschön. Könntest du dir vorstellen, mal wirklich Busfahrer zu werden? Und wie sehr würden dich die kleinen Kinder nerven? Kleinen Kinder, also da ist ja morgens immer sehr, wie voll die Busse sind, würden mich die kleinen Kinder, glaube ich, schon nerven. Aber selber Busfahrer zu sein, Also ich sag mal so, es gibt Berufe, die ich weniger machen würde. Sagen wir mal so, also Busfahrer ist eigentlich kein schlechter Beruf, würde ich einfach mal sagen. Also wenn du Spaß am Fahren hast, da ich ja noch nie Auto gefahren bin, kann ich das ja noch nicht sagen. Aber wenn man Spaß am Fahren hat, warum nicht? Du hast zumindest ein festes Einkommen. Als Taxifahrer ist man ja meistens selbstständig und da hat man ja kein festes Einkommen. Ja, also wenn man Spaß am Busfahren hat, bist du am Fahren allgemein, warum nicht, ne? Warum nicht? Nicht spoilern. Ja genau, nicht spoilern. Mich nervt es eher, wann bekommen wir die Ergebnisse für Aces? Ja, keine Ahnung. Aber du wirst eh nicht gewinnen. Da haben viel zu viele mitgemacht. Deine Chancen sind gering, mein Lieber. So, einmal einsteigen. Hi, moin. Und auch hi an dich im Stream. Guten Tag. Wenn kleine Kinder im Bus sind, ich gehe sterben. Ja, gut. Vor allem, wenn das dann so kleine Kinder sind, die ganze Zeit am Rumkreischen sind, dann ist echt richtig hier Ohrenkrebs, Junge. Richtig Ohrenkrebs. Also die Busfahrer sind da anderer Meinung, okay. Genan, was willst du mir damit sagen? Ich verstehe das nicht. Joel, hi. Guten Tag. Machen Sie bitte das Licht an. Was für ein Licht? Oh. Oh, ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Ich hab doch Licht an. Was will denn der? Oder? Hab ich Licht an? Oh, ich muss da rüber. Wie mache ich denn das Licht an? Scheiße. Guck mal eben, wie machen wir das Licht an? Gucken wir nach. Licht. Okay, L und K. L und K. Ah, siehst du, jetzt haben wir das Licht an. Hoffentlich freut er sich jetzt.
Willst du einen Zehner? Junge, was kommt jetzt? Jetzt ballert der einen Zehner rein. Es ist. Okay. Reinhard Nickel, danke fürs Abonnieren, Todi. Willkommen. Ich glaube, Sie haben das. Ein Zehner will doch jeder, oder nicht? Warum nicht? Das ist wirklich unverantwortlich. Was denn? Ich hab doch das Licht an. Was will denn der Typ? Sag mal. Halt, stopp. Der halt nicht. Ich hab doch jetzt das Licht an. Was will der Typ? Sie haben das Licht nicht an. Oh Gott. Sag mal, willst du jetzt? Ich glaub, der Typ will Beef, ne? Halt, stopp. Die niest schon, die stirbt schon. Hallo! Der lässt mich raus! Das Licht ist nicht an, Junge! So! Jetzt heul nicht rum, sonst kannst du gleich selber fahren. Ich schmeiß ihn raus, ja. Ich schmeiß den gleich raus, ne? Soll man seinen Mund halten, ey. Jetzt ist das Licht an, Leute. Jetzt alles gut. So nicht aussteigen. Alles gut. Entspannter Leben. So, die Rampe kommt raus. Lul, sehe ich auch so. Pure schreibt Distrack, ich glaube auch. Bis dann. Gibt es das Spiel für PS4? Nein, aktuell gibt es das Spiel ab nächsten Mittwoch auf Steam zu kaufen. Ja. Ist jetzt brennt das Licht, ist nicht schön. Ich muss aber allgemein sagen, die Grafik finde ich sehr hübsch, oder? Wie findet ihr die Grafik? Also ich finde sie hübsch, ja. Weiter geht's. Oh, Endstation. Er läuft. Kein Schwarzfahrer gehabt. Glaube ich, ne? Das müssen wir ändern. Fahrkartenkontrolle! Da ist schon wieder Müll. Diesmal ist der Müll sogar auf dem Sitz und nicht im Sitz. Als ob wir einfach alleine sind. Kein Schwein mehr da. Ja, läuft. Die haben mich alle verlassen. Forever alone. Ich heul gleich. Überfahr doch mal wen. Nee, dann muss ich wieder 20.000 Strafe zahlen. Keine Lust. Alle mögen dich nicht. Ja, ich merke das schon. Die hassen mich alle. Alle ausgestiegen. Forever alone. Obwohl ich so gut Bus fahre. Seht ihr, Leute? Ich fahre so gut Bus und trotzdem hassen mich alle. Ending of all. Hi. Der bremst schon, der LKW-Fahrer. Denkst du so, Busfahrer 3,0 Promille. Erstmal bremsen. Wo sind wir denn jetzt hier für eine Stadt, ey? Apfelwerbung. Das neueste Apple. Kaufen Sie das neueste Apple. Da oben ist es. Der Apfel. So. Aufsteigen ist gut. Kein Schwein war drin. Schlechter Busfahrer, ey Leute. Ich bin doch voll gut. Oh, wir haben irgendwas freigeschaltet. Krass. Von Steam. Und hier auch noch was. Neue Styles und neue Farbe. Gibt's auch schon neue Busse? Nee, die gibt's anscheinend noch nicht. Welche gibt's denn alle noch so? Schauen wir uns die mal an. Das sind drei Türer, ne? Glaube ich. Ja, es sind drei Türer. Da hinten noch eine Tür. Und hier ist sogar noch einer. Ein längerer. Den hätte ich irgendwann ganz gerne. Der ist geil. Aber dazu fehlt uns noch ein bisschen Geld. Dementsprechend designen wir mal unseren Bus ein bisschen um. Wir arbeiten. Was gönnen wir uns jetzt hier so ein bisschen? Ich finde so einen roten Bus ganz hübsch. Nicht so ein, dann so ein rotes. Dann mit
Oh. Lämmel war grau. Steffen zockt. Danke fürs Abonnieren. Moin. Und hier. Das sieht doch stylisch aus. Das hat doch was, oder Leute? Ich finde, das fällt auf. Da kannst du nicht meckern, oh ja. In deinen Streams sind immer so geile Momente. Dankeschön. Hübsch, hübsch, hübsch. Oder? Spende kommt in 3, 2, 1. Oh, Leute. Lord Darkflo. Der haut mir einen Zehner raus. Ich kipp gleich vom Stuhl. Ich krieg zu viel. Mir ist langweilig nicht. Arbeitest du? Also hast du irgendeinen Beruf? Oder womit finanzierst du das die ganze Zeit? Da war immer ein Zehner raus. Ja, Taibi geht leider immer noch nicht. Tut mir leid. Aber man sieht es ja trotzdem im Chat. Sag mal, was arbeitest du, damit du mir schon irgendwie keine Ahnung, wie viel Euro gespendet hast? Also, ja. Danke für deine 10 Euro. Du bist ein richtig krasser Typ. Und der Nico kommt auch noch. Hallo Nico, moin. Willkommen zum Bus-Simulator. Und ja, ich würde sagen, dieser Bus, also wer, wenn da keine Frauen einsteigen, dann weiß ich auch nicht. Der ist doch schon schick. Herzens für Flo, auf jeden Fall. Also, was soll ich dazu sagen? Du bist richtig krasser Typ. Doch, doch, Superchat wird sonst bei Taipi angezeigt. Aber seit irgendwie 2 Streams oder so leider nicht. Ich weiß auch nicht warum. Normalerweise wurden die immer angezeigt, aber irgendwie werden sie in letzter Zeit gar nicht mehr angezeigt. Finde ich ein bisschen blöd. Der Bus hat es da, ich würde einsteigen, ja. Der ist schon ganz schick, ne? Kennzeichen DUR75T7K. Zeigt mich an, Leute. Bei eurer Polizei. Dienststelle in eurer Umgebung. So, gönnen wir uns. Nächste Fahrt, Leute. Hast du Schuhgröße 40? Nee. Ich hab Schuhgröße 46, mein Lieber. Das stimmt sogar. 130.000 habe ich bekommen. Nice. So. Ja. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten. Und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Ja, klingt geil. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auch in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Kaufe einen Bus. Okay, dann kaufe halt einen Bus. Ist okay. Bus kaufen, hallo. Was kaufen wir für einen günstigen? Wir haben nicht so viel Geld. Nehmen wir einfach mal den hier als Zweitbus. So. Stellen einen neuen Fahrer ein. Jo, machen wir. So, schauen wir uns mal die Bewerbung an. Die guten Bewerbungen, meine lieben Leute. Größe 46 WTF. Ich habe gerade mal 41, 42. Ja, ja. Wie alt bist du denn, Gandorf? Also, nee, ich hab 45, nicht 46, das ist falsch. 44, 45, irgendwie so. Pius gönnt sich aber sowas von. Mann, hast du kleine Füße. Okay, die Bewerbung. Spielt gerne Bus-Simulator. Das ist meine Frau. Entstammt einer Familie mit langer Bus... Was? Entstammt einer Familie mit langer Busfahrer-Tradition. Ach so, der Strich. Würde lieber Traktor fahren. Geile Werbung. Sollte eigentlich Anwalt werden. Spielte einen Ritter auf Mittelalter. Spielt einen Ritter auf Mittelalter. Okay. Lol. Katzenfan, der Christopher. Alle Frösche sind grün. Ein kleines bisschen kurzsichtig. Nicht so gut, nicht so gut. Der einzige normale Mensch in einer katzenverrückten Stadt.
unerfahrener Fahrer ist heimlich in Mira. Ich auch. Ist das die eine, die schwarz gefahren ist bei mir, diese Mira Tannhauser? Ich glaube schon. Marina, ja, die Marina, die ist doch geil, ne? Spielt gerne Bus-Simulator. Einstellen, meine Liebe, du. Komm ran. Komm ran. So. Was jetzt? Ich will das sehen hier. Okay. Um Einkommen in einem Fahrer zu generieren, weise Fahrer und Bus der Strecke zu. Fahre danach auch deine eigene Strecke, denn es dauert eine wenige Zeit, bis du mit einem anderen Fahrer Geld verdienst. Okay. Ja, läuft. Ja, Fahrer zuweisen, ja bitte. Komm ran und du kriegst die alte Bude hier, die alte Karre. Und wir fahren damit. Läuft. Aber wieder bei Tag. Komm, gönnen wir uns. Du hast einen Job als Busfahrer, sowas von. Und ja, Rocket League habe ich auf der Switch. Das stimmt. Ich hoffe, die Marina macht einen guten Job. Hoffe ich zumindest. Ich habe einen Captain Toad Gift hochgeladen. Wo genau? Alle drin? Freut mich. So. DK Luffy oder Luffy oder so. Hi an dich. Willkommen. Halt, stopp. Wer hört hier wieder Doggy? Was ist dein Problem, Junge? Ja. Fahrkartenkontrolle, bitte. Passt. Immer diese Leute, die laut im Bus Musik hören, ne? Schlimme Leute. Wegen dem haben wir jetzt Verspätung, ey. Schäm dich. Bis gleich, alles klar. Du bist für 10 Minuten weg, alles klar. Immer diese Leute, die laut Musik hören, schlimme Leute. Macht der Konizo bestimmt auch, jeden Tag. Kommt in der kommt in der Busfahrt und sagt dann, Nico, Musik leiser. Jeden Tag bei dem. Heike, hi. Kommen Sie rein. Ich höre mir gerade dicke Lippen an, oh Gott. Läuft. Kommen Sie rein, sind alle drin? Nö. Oh, ein Rollstuhlfahrer. Ich mach dir die Rampe auf, mein Lieber. Der Pius wird einfach mitten während der Fahrt stehen für sowas. Ja, muss ich. Und sagt mir das Spiel, du bist hoffentlich Eingang Minuspunkte. Muss ich machen. Dann zwei, und zwei in das Spiel. Muss ich machen. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Junge, spoiler nicht irgendwelche Serien, okay? Immer diese Leute, die Serien spoilern, schlimme Leute. So abbiegen. Ich würde sagen, mein Führerschein, den mache ich sowas von mit links. So skillig, wie ich hier unterwegs bin, Leute. Ich werde gar keine Prüfung brauchen, weil die werden einfach, meine Fahrlehrer werden einfach am erstmal wegfahren. Die werden am ersten Tag sagen, Junge, wo hast du dein Fahrskill her? Und dann sage ich einfach Bus-Simulator. 18, Junge. Was? Ich habe einen Fußgänger angefahren. Was? What? Alle drin? Brauche ich bitte jemanden angefahren? Ich habe keinen gesehen. Ich war abgelenkt. Lass mich. Merke ich mir, falls ich mal Busfahrer werde, ist es okay, dass ich während einer Schnellstraße stehen bleibe, damit die Musik nicht nervt. Ja. Das ist ja Körperverletzung, wenn du da Doggy anhast, weißt du? Da muss man mal eingreifen. Muss man machen. Hast du mal SpongeBob Schwammkopf geguckt? Junge, ich hab nichts anderes geguckt.
ganzen Tag, immer wenn, es gab ja damals immer bei Nickelodeon so einen SpongeBob-Marathon, immer wenn irgendwie eine neue Folge oder so am Tag kam, nee, ich glaube, wenn irgendwie drei Folgen an einem Tag neu waren, haben die so einen ganzen SpongeBob-Tag gemacht, um 10 Uhr angefangen bis 20 Uhr und von 10 bis 20 Uhr kamen dann drei neue Folgen und zwischendurch immer die ganze Zeit alte Folgen und Werbung, kennt ihr bestimmt, und das habe ich immer den ganzen Tag geguckt, ne, den ganzen Tag, gab es so richtige SpongeBob-Tage bei mir, das glaubt ihr gar nicht, das war lustig immer. Bremsen kann ich gut. So, lass mich da durch. Okay, die halten. Ich fahr da mal rum. Einfach auf den Kantstein fahren, immer gut. SpongeBob ist das Beste. Oh ja, das glaubst du gar nicht. Das ist einfach... Ah, richtig geil. Ich muss hier aussteigen, bitte. Gar kein Problem, mein Lieber. Rampe wird rausgefahren. Du hast eine Oma angefahren, hast du nicht bemerkt? Nö. Ich bin blind auf beiden Augen, wusstest du so nicht? Denn du weißt es jetzt. Add Pius, machst du zu diesem Stream noch ein Best-of oder darf ich das wieder übernehmen? Kannst du machen. Kannst du machen, machen Best-of, mein Lieber. Das kannst du machen. Was stimmt denn hier so? Oder einfach nur blöd. Was ist blöd? Ja, einfach, ja, ich bin blöd. Ja, das kann auch sein. Ja, Leute. Wir lernen uns jetzt der letzten Station für heute. Ungefähr anderthalb Stunden geht der Stream wieder. Das ist immer eine gute Zeit. Nächste Woche ist meine Woche, Leute. Am Montag geht's weiter mit der Super Mario 3D World Challenge, Teil 4. Am Montag um ca. 15 oder 16 Uhr beenden wir 3D World. Am Dienstag gibt's mit Konizo und Louis den E3-Stream um 18 Uhr von Nintendo. Und am Mittwoch geht's noch ein bisschen in den Bus-Simulator. Da ist nämlich der offizielle Launch zum Bus-Simulator 18. Und ja, dann geht's hier weiter am nächsten Mittwoch wahrscheinlich. Alles so spontane Pläne. Und ja. Dann fahren wir jetzt zu unserer letzten Station für heute. Als ob! Ich habe schon wieder jemanden angefahren. Ich bin. Ja, gut. Siehst du? Das ist mal ein guter Server. Service. Erstmal die Leute anfahren. Wer kennt's nicht? Ah, ist auch gleich letzte Station. Achso, ja, gut. Dann fahren wir noch weiter. Die Route machen wir zu Ende. Geht ja gar nicht. So, raus da. Hi, moin. Fahr am Ende bitte gegen eine Wand, oha. Bester Busfahrer forever. Ja, ist einfach so. Bus-Simulator 18 oder Bus-Simulator ab 18. Das erste. Ja. Lord Darkflow. Hi. Okay, hi. Hi. Junge, fahr. Ja, 10 Stunden später. Busfahrer tot. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Skillig. Das ist Skill, Leute. Like den Stream, ja, auf jeden Fall. Immer liken, Leute. Und kommt auf Discord und Twitter. Also kommt auf den Discord-Server. Folgt mir auf Twitter und auf Instagram. Alle Links dazu in der Beschreibung. Genauso wie in der Beschreibung die offizielle Seite zu dem Spiel hier ist. Bus-Simulator 18. Link zu der Seite, wo ihr das Spiel kaufen könnt, ist in der Beschreibung. Gönnt euch. Und... fahrt hier die Leute um. Und ja. Lord Darkflow, da haut er. Ich hab schon wieder jemand. Oh, die Spenden gehen wieder. Halleluja. Lord Darkflow wieder, danke für deinen 1 Euro. Läuft bei dir. Und erstmal die Leute wieder angefahren. Ich bin einfach der beste Busfahrer. Es tut mir leid.
Das will ich gar nicht. Ich will so einen Verlust machen nach dieser Runde hier. Schlimm. Schlimm, schlimm. Was? Ich hab jemand so. Nimm steig halt schneller ein. Aber wieder danke für deine 1 Euro, Flo. Du bist einfach nur ein krasser Toadie. Ja, Joel, du bist. Vielen Dank, Joel. Joel, okay. Ja, es läuft halt wieder hier, ne? Mein Skill ist on fleek und die Spenden auch. Jetzt gehen sie auch wieder. So, nächste Station. Nüsterhold. Ja, ich werde auch krank. So, jetzt wart mal ein bisschen länger. Ja, hallo, steigt halt ein. Hallo? Muss ich näher ranfahren? Gefällt euch das nicht? Ich auch. So, gefällt euch das jetzt besser? Einsteigen! Dann halt nicht! Bleibt halt da stehen, ist okay. Die wollen, glaube ich, gar nicht mehr. Die wollen nicht mit mir fahren. Ich glaube, ich werde gemobbt oder so. Was ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten? Lass mich durch! Hoffentlich wartet er auf mich. Passt. Ah, das ist wieder diese Kurve hier jetzt kommt. Ja, ja, die kennen wir ganz gut. Die kennen wir ganz gut. So. Durch. Scheiße. Verkackt. Epischer ist es. Ich bin richtig gut. Jo, jetzt warten wir ein bisschen, ne? Geiler Stream, danke. Komm, Junge. Nur Suizidgefährdete würden freiwillig mit dir fahren. Gandorf. Das nehme ich jetzt sehr persönlich. Als persönlichen Angriff nehme ich das jetzt, okay? Ja, das Spiel hat auch einen Online-Modus, falls ihr es noch nicht wisst. Den werden wir auch noch demnächst spielen. Am Release halt. Und der Release zum Spiel ist am nächsten Mittwoch. Ist ein PC-Spiel. Auf Steam könnt ihr es kaufen. Da habt ihr mir so 20, 30 Euro kostet es. Und nächsten Mittwoch kommt es raus. Auf den Online-Modus bin ich sehr gespannt, ob der besser ist als bei Nintendo. Ist ja auch nicht so schwer, denke ich. Und ja. Also ich fand schon mal ganz spaßig, die ersten 90 Minuten waren auf jeden Fall sehr lustig im Stream. So, alle aufsteigen. Und ja, nächsten Montag voraussichtlich das Ende von 3D World, am Dienstag der E3-Stream und am Mittwoch geht es dann wahrscheinlich hier weiter beim Bus Simulator 18. Ja, bis dahin. Ja, war jetzt nicht die beste Fahrt. Ja, moin! Ich glaube, mein Mund explodiert vor Lachen. Okay, gut. Das war's für heute. Lasst gerne noch ein Like da. Kommt auf Discord. Links in der Beschreibung. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüssi, Tots. Und Leute, eure abschließende Meinung. War ich ein guter Busfahrer? Schreibt's jetzt in den Chat. Ich hoffe es doch. Ich hoffe, ich war ein guter Busfahrer. Oh, haben's bald. Nice. Ach, wie viel hat die andere eingenommen? Die andere alte. Sieht man das irgendwo? Sehe ich das irgendwo? Hat die gerade 1 Cent eingenommen? Ich würde mit dir mitfahren. Das höre ich gerne. Das höre ich gerne. Nein, warst du nicht. Einfach nur nein. Oh, Iggy. Hat die was eingenommen? Der hat Erfahrung gekriegt. Rang Lehrling, okay. Sehe ich hier irgendwo, was sie eingenommen hat? 1 Cent? Ne, das war die, ne? Ah.
Fahrer Pius. Wo sehe ich denn die Fahrer von den anderen Leuten? Ja, keine Ahnung. Ja, denn bis zum nächsten Mal, Toddies. Danke auch wieder an Lord Darkflow für seine 13 Euro. Auf jeden Fall danke an dich, du bist wieder richtig krass. Bis Montag, dann geht's weiter mit dem 3D World Ende Teil 4, die Challenge. Und am Sonntag kommt ein Video, meine E3 Erwartungen. Bis dahin, bis Sonntag, ihr Tots. Tschüss. Abonniert mich.